Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine kurze Vorstellung, ein kurzes Review geben zum Benchmade 943 Osborne. Ein Messer, was ich glücklicherweise, ja, ich sag mal durch einen Zufall auf dem Zweitmarkt ergattern konnte. Ich habe vor ja, schon einiger Zeit mich für diese 940er Serie von ja, Warren Osborne interessiert. Da gibt es ja das 940, das ist ja quasi das erste Modell aus dieser Reihe. Dann das 941, das ist das Mini, das habe ich hier zum Beispiel. Und die gefielen mir alle schon sehr gut. Das 940 hatte ich mal, das habe ich vor einiger Zeit schon verkauft. War mir dann doch irgendwie zu groß und hatte mich dann für das Kleine entschieden, für das 941 Mini. Ein sehr, sehr schönes Messer. Und habe dann ja immer mal die Augen offen gehalten nach dem 943, einfach weil mich die Klingenform, ja, weil das eine echt tolle Klingenform bei diesem Messer ist. Die hier übrigens auch, die mag ich auch sehr. Dennoch bin ich ja ein Freund von Clip-Point-Klingen beziehungsweise Klingen mit einem, ja, mit langen Swatches beziehungsweise die halt mal ein bisschen was anderes sind als die Standard Drop-Point oder Spear-Point-Klingen. Da ist, ja, finde ich sowas einfach schon cooler. Ja, und habe nach diesem Modell Ausschau gehalten. Ja, ist, wie ihr am Karton schon sehen könnt, ein älteres Modell. Habe ich jetzt so in keinem Shop mehr als Neuware gefunden und immer wieder mal geschaut auf dem Zweitmarkt. Auch da ist es sehr selten aufgetaucht und wenn dann in ja, teilweise auch zu exorbitanten Preisen und dann aber auch mit ja, Customized-Versionen, die ich so eigentlich gar nicht wollte, also mit Titangriffschalen und mit irgendwelchen Spielereien, wo ich gesagt habe, nee, will ich nicht, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich möchte möglichst das Originalmodell haben. Und dann habe ich das vor einiger Zeit entdeckt und auch für einen sehr guten Preis bekommen von einem Sammler. Und ja, war sehr froh darüber, dass ich das bekommen habe. Diese Version hier mit Aluminiumgriffschalen, ihr seht, ja, das ist natürlich benutzt. Da sind Abnutzungsspuren zu sehen, Tragespuren zu sehen. Da ist der Lack ab, wie man das so schön sagt. Aber das ist völlig in Ordnung. Das ist trotzdem noch in einem guten Zustand für mich und ich benutze es halt auch, also für mich ist das ein Worker, ein User. Ich stelle mir das nicht in die Vitrine. Da wäre dann auch der Zustand tatsächlich nicht mehr ausreichend für ein Sammlermesser. Der Clip, gut, wer Benchmade-Messer hat, dem brauche ich das glaube ich nicht zu erzählen. Die Benchmade-Clips, die musst du eigentlich nur ein paar Mal schief angucken und dann verlieren die schon ihre Farbe. Den werde ich auch austauschen demnächst. Da werde ich mir so ein Deep-Carry-Clip dran machen. Wie hier am Mini Osborne dran ist, die finde ich eigentlich ganz nett. Gut, keine versenkten Schrauben, der Clip an sich nicht versenkt, aber gut, das hat Benchmade noch nie gemacht und ja, damit kann ich dann in dem Fall auch leben. Wie gesagt, Aluminiumgriffschalen, wir haben den S30V als Klingenstahl, hier nochmal Warren Osborne, das Logo vom Designer. Und auf der Showside den Benchmade-Schmetterling. Ja, und das war's. Sehr, sehr schönes, sehr taugliches Messer. Sehr lange Swatch, wie ihr sehen könnt, finde ich gut. Ja, modifizierte, wie soll ich das nennen? Clip-Point-Klinge. Ja, irgend sowas in der Art. Also mir gefällt die sehr. Das ist jetzt kein Slicer. Ja, alleine schon durch die Höhe der Klinge. Wir haben hier, gucken, wir messen das mal nach. Das ist halt eine sehr schmal. Also wir haben hier. An der höchsten Stelle haben wir knapp 2 cm. Also das ist jetzt nicht viel. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mal mit dem Benchmade Tacked Out vergleichen, das ist ja ein wahrer Slicer und da haben wir eine Klingenhöhe von ja schon knapp 3 cm, ein bisschen weniger. Also da ist natürlich viel mehr Material in der Höhe, wo ich dann auch entsprechend einen flachen Schliff ansetzen kann oder beziehungsweise Material wegnehmen kann. Das ist hier halt nicht der Fall. Und es fällt halt nach vorne auch stark ab. Von daher ist da natürlich ein bisschen mehr Material in der gesamten Klinge. Auch hinter der Faser haben wir hier über 0,5 mm.
Aber das ist trotzdem in Ordnung. Ich finde, das passt auch zu dem Messer. Ja? Das ist nicht als Slicer konzipiert. Ihr habt hier eine sehr penetrierfreudige Spitze. Und das ist zum Beispiel einer der Vorteile dieses Messers, wenn ihr in irgendwelche Materialien eindringen wollt, ob das Karton ist, ob das Kunststoff ist, ob das andere synthetische Stoffe sind. Da habt ihr durch diese schlanke, lange Spitze, durch die Geometrie habt ihr da auf jeden Fall ein super Werkzeug, um damit in Werkstoffe super eindringen zu können. Das macht sich sehr gut damit und schneiden tut es trotzdem. Also ich habe es in der Küche benutzt, ich habe es auch draußen benutzt, habe es im Keller, also in meiner Werkstatt benutzt. Das ist alles trotzdem sehr, sehr in Ordnung, was die Schneidperformance angeht. Verriegelt wird das Ganze über einen Access Lock. Ja, als das Messer produziert wurde, da durfte der Access Lock noch, beziehungsweise da gab es nur den Access Lock, da war es noch patentrechtlich geschützt. Der hält hier die Klingenwurzel fest und lässt sie wieder los, wenn man ihn löst. Und das ist Benchmade-typisch. Gut, dieses Messer ist halt auch ein User, schon schön eingespielt. Also die plumpst wirklich zurück ins Heft. Das ist eine wahre Freude. Ja, also ihr seht das, ihr könnt das über die Daumenpins öffnen, ihr könnt das über den Lock selbst öffnen. Und das ist einfach nur ein wunderbarer Spielspaß, den ihr da habt. Sowohl bei dem als auch hier bei meinem Kleinen. Ja, das macht sich alles sehr, sehr gut. Das ist alles schön gemacht. Das ist alles sehr sauber gefertigt. Aber das ist man bei Benchmade ja auch eigentlich gewohnt. Wir haben hier einen Backspacer. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der aus Titan. Vielleicht, also wenn ich mich irre, schreibt es mir in die Kommentare. Aber irgendwie hatte ich das auch gelesen, dass das ein Titan-Backspacer sein soll. Griffschalen, wie gesagt, aus Aluminium. Wir gucken uns mal die Maße von dem Messer an. Wir haben hier, na, so, na, der Strolch will nicht jetzt. Wir haben hier eine Gesamtlänge von ein bisschen über 19,5, 19,6 cm ungefähr. Dabei entfallen circa 8,5 cm auf die Klinge, 8,2, 8,3 ungefähr scharf. Ja, ist also, ich sag mal, eine mittelgroße Klinge. Die ist jetzt nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Also als EDC auf jeden Fall sehr gut geeignet. Beim Gewicht sind wir hier natürlich durch die Bauweise, ja, also durch die geschlossenen Aluminiumgriffschalen hier. Also hier ist relativ viel Metall verarbeitet, auch wenn es Leichtmetall ist. Aber wir sind hier natürlich nicht in der Liga eines Buckout oder eines Tacked-Out zum Beispiel. Das ist klar. Wir schauen uns mal an, wie viel es wiegt. Naja, 79 Gramm. Das sind circa 20 Gramm mehr als beim Tacked-Out, circa 25 Gramm mehr als beim Buckout. Immer noch ein guter Wert, finde ich. Und auf jeden Fall EDC-tauglich, gerade für die Größe. Ein Messer unter 80 Gramm, das ist schon sehr in Ordnung. Handlage ist sehr gut, auch für etwas größere Hände. Ja, also ich kann da immer noch, hab da alle Finger drauf, guckt sogar noch ein kleines Stückchen hinten raus. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, vielleicht noch mal ein kleiner Größenvergleich zum Benchmade Griptilian. Da seht ihr, wir sind da von, was die Klingenlänge angeht, sind wir da ähnlich. Beim Griptilian ein bisschen mehr, auch vom Griff ist ein bisschen mehr. Mal zu einem Paramilitary 2. Das ist ja auch ein großer Folder. Ja, aber ihr seht, auch da klingenmäßig Paramilitary 2 nur unwesentlich mehr, beim Griff natürlich deutlich mehr. Und vielleicht mal noch zu einem, auch zu einem großen Klapper, einem Benchmade Freak. Aber auch da seht ihr die Klinge, die Klingenlängen. Das ist jetzt vielleicht ein Zentimeter mehr an Schneide, was das Freak hat, aber halt auch einen deutlich größeren Griff. Ist halt einfach auch, die Messer sind halt wirklich als echte Worker konzipiert, wo du halt richtig was in der Hand hast, wo du richtig zupacken kannst, wo du halt auch merkst, du hast was in der Hand, um halt auch wirklich mal härtere Aufgaben auszuführen. Sowohl beim Para Military 2 als beim Griptilian, als auch beim Freak. Das Messer kommt übrigens, ich zeige es euch nochmal schnell hier in diesem alten Karton der Blue Class Serie, Schaumstoff hier drin, Tütchen.
Ja, der ist auch schon in die Jahre gekommen, das sieht man, der ist öfter mal bewegt, benutzt worden, auf und zu gemacht worden. Aber er war dabei, finde ich schön, dass der dabei war. Gerade bei so älteren Modellen finde ich das immer ganz nett. So ein bisschen Vintage-Style, man da noch die alten Kartons dazu bekommt. Ja, das 943. Was gibt es als Fazit groß zu sagen? Es ist ein sehr taugliches Messer, ist toll verarbeitet, ist einfach vom Design her, finde ich, eine absolute Rakete. Ich finde das Ding wirklich, wirklich klasse und bin sehr froh, dass ich es nach dann doch einigem Suchen für einen guten Preis gefunden habe. Ich schaue mal, ich hatte jetzt letztens doch noch mal einen Bezug gefunden, allerdings keinen deutschen Bezug. Das gab es, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Blade HQ, irgendwo habe ich das noch mal gesehen tatsächlich, als irgendein Restbestand. Also ich gucke noch mal, ob ich das finde und packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ja, ansonsten vielleicht noch eine kleine Geschichte nebenbei. Ich weiß, ich quatsche immer recht viel, aber das muss ich trotzdem loswerden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und bleibt noch kurz dran. Hier hinten habe ich immer so ein bisschen was hier zu liegen, so als Deko. Der Stefan 123321, der hatte mir vor einigen Tagen diese Lampe zugesendet als kleines Dankeschön für das Spendenvideo für den Dirk. Da bedanke ich mich auch übrigens nochmal bei allen, die Messer mir abgekauft haben, sodass da ein bisschen was für den Dirk zusammenkam. Vielen, vielen Dank den drei Spendern. Ihr wisst dann schon, dass ich euch meine. Ich danke euch wirklich recht herzlich dafür. Und als kleines Dankeschön hat der Stefan mir diese Lampe zugesendet, die Through Night Saber. Lieber Stefan, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine ganz tolle Geste von dir. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Finde die Lampe auch echt klasse. Ich habe die noch nicht. Ich habe viele Taschenlampen, obwohl ich noch nie ein Review gemacht habe über Taschenlampen, aber ich habe wirklich viele. Die tatsächlich nicht. Deswegen freue ich mich nochmal umso mehr. Drahtclip, der vor allem reversible ist, den ich mag das ja, wenn ich mir so eine Lampe auch an die Mütze pappen kann. Wirklich toll. Cooles Ding, super verarbeitet. Hat hier einen hauseigenen Akku, 920 mA, ein 14500er. Ja, das ist ein kleines Geschenk, kleine Geschichte am Rande, ein Geschenk vom Stefan. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür, Stefan. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. So, ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich mal wieder fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde mich sehr darüber freuen. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als tschüss, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.